Was ist die aktuelle Lage bei Fanatec? Wir machen das mit so einem lustigen Dokument, das haben wir jetzt gerade gedacht. Denn es ist Folgendes passiert. Gestern Nacht, ich glaube 23.55 Uhr, kam eine Meldung. Thomas Jackermeier ist nicht mehr CEO. Beziehungsweise er ist bis heute noch CEO und morgen nicht mehr. Aber es war quasi erst aus dem Vorstand raus. Es heißt Abberufung des Vorstandsvorsitzenden Thomas Jackermeier. Und zwar, der Aufsichtsrat hat heute mit Wirkung zum Ende des 30. März beschlossen, die Abberufung, ja. Und damit eine wesentliche der von den kreditgebenden Banken gestellten Bedingungen für die Verlängerung der Standstillvereinbarung zum 30. Juni erfüllt. Das ist mal sehr wirr, die Begründung. Aber ich habe jetzt noch ein paar Infos bekommen in Sachen finanzieller Sache. Und die sind sehr interessant. Ich habe da sehr jetzt mal einiges an Einblicken bekommen, was ich vorher nicht ganz so wusste. Aktuell, neuer CEO gibt es noch nicht. Was bleibt, ist der CFO, das ist der Finanzboss, der COO, der fürs operative Geschäft, und die CMO. Ich muss gerade überlegen, riech's zusammen, ich glaube ja. Also bitte nagel mich nicht drauf fest, ich bin kein Finanzexperte. Der Vorstand besteht aus 4 Leuten. CEO, CFO, COO und CMO. Es ist mal egal, was die tun, aber der CEO, der ist halt jetzt nicht mehr da. Aber der TJ bleibt im Unternehmen. Aber, so wie es aussieht, in der Entwicklung. In der Produktentwicklung. Die Firma hinter Fanatec ist die Endor AG. So, das ist die. Und man sieht schon, es ist eine AG, eine Aktiengesellschaft. Und die haben auch Aktionäre. Das bedeutet, die müssen alles, was in der Firma passiert, auch personell, also in der Führungsetage und auch finanziell, müssen sie den Aktionären offenlegen. Das heißt, die sind da, ich glaube, das ist sogar gesetzlich vorgeschrieben. Leute, wie gesagt, ich kenne mich finanziell da nicht aus, aber man kriegt sofort mit, wenn da so eine Stelle gewechselt wird. Da kann man nichts verheimlichen oder so, wie bei einem, was ich, Privatunternehmen, da interessiert das keinen. Aber bei so etwas, wo es Investoren gibt und vor allem, wo es Aktionäre gibt, muss man immer alles offenlegen. Finanzberichte, Quartalszahlen, den ganzen Sums von vorne bis hinten. Es gibt Aktionärsversammlung, Hauptversammlung und so weiter. Also den ganzen Spaß, wo ich immer einschlafen würde, instant dazu. Und zuletzt gab es jetzt so einiges, was im Argen liegt. Also, da machen wir mal an Probleme bei Fanatec. Da fallen so manchem bestimmt einiges ein. Wir haben natürlich die Lieferprobleme. So, Lieferprobleme, da hat irgendwie jeder wahrscheinlich schon mal Erfahrung gehabt, auch mehr oder weniger hoffentlich. Also hoffentlich eher weniger. Wobei jetzt zuletzt hieß es auch bei dem Investoren-Call. Im Februar gab es eine Hauptversammlung. Nee, im Oktober gab es eine Hauptversammlung. Entschuldigung, das war schon ein bisschen früher. Aber da wurde schon einiges aufgearbeitet, beziehungsweise aufgedeckt, was ein Problem ist. Also, wir haben Lieferprobleme, es gab viele Gründe. Wo fangen wir denn? Chipmangel. Weil jede Base hat ja Chips verbaut. Oder eigentlich jedes Gerät. Und die waren einfach nicht lieferbar. Natürlich, Stichwort Pandemie. So, was hat Fanatec gemacht? Sie haben überall Chips gekauft. Und hatten dann zu viele. Gut. Sie haben halt überall gekauft, was geht, damit sie da ihr Zeug produzieren können. Verzögerte Lizenzierung. Stichwort Clubspot. Denn das Clubspot DD Plus und. Nein, das DD und das DD Plus, die sollten ja schon November bzw. Dezember starten. Und das werden sie auch. Aber das haben auch, das wurde auch auf der Hauptversammlung mit erwähnt. Sie konnten es nicht, weil diese letzte Endfreigabe von Sony gefehlt hat. Und die war zugesagt. Und sie haben sie nicht bekommen. Das kam dann erst im Februar.
Da kann sie allerdings nichts dafür. Das liegt tatsächlich an Sony mit, ja, weil die halt rumgetrödelt haben und was weiß ich, was sie gerade machen. Ja. Dann haben wir aktuell Technikprobleme. Technikprobleme. Erstens Firmware. Also bei mir. Da ist auch wieder Klappsport natürlich betroffen. DD und DD Plus ist das. Die ist unfertig. Also sprich die 455. Ja, kann man hier schon. Die 455, die läuft zwar. Es gibt eine Beta von der 456, die läuft noch instabiler. Die 455 ist nicht wirklich zuverlässig. Die wissen Bescheid. Ich habe da jetzt auch schon. Ich schaue jeden Tag in den Fanatec-Foren, weil da ist zumindest auch ein offizieller Kontakt, der sagt, was aktueller Stand ist und wann voraussichtlich die Firmware kommt. Aktueller Stand ist, dass es irgendwann, ich glaube jetzt erste Hälfte April, wird die 456 oder die 457 geben. Gleich. Also es kann sein, dass sie gleich die 456 überspringen und gleich auf die nächste Version gehen, weil eben auch wegen diesen Verbindungsproblemen. Dann Full Force. Full Force groß angekündigt, bisher nirgends sichtbar, keiner weiß, ob es gut ist. Halt, ich habe noch was vergessen. Wir haben Lieferprobleme. Black Friday war ein riesiges Problem, weil Produkte verkauft, die nicht da waren, also die nicht lieferbar waren, sagen wir es mal so, ja. Das war ein Problem. Dann, was haben wir noch bei Technik? Full Force wird nicht unterstützt, das ITM-Display wird nicht unterstützt. Also, ich habe den Eindruck, die Hardware ist ausgereift, aber nicht die Software. Das ist mein Eindruck. Das hier wird sich im besten Fall natürlich bald lösen. Imageproblem. Ja, genau, sagen wir es mal, wie es ist. Imageproblem. Es gab einen Shitstorm. Wegen Lieferschwierigkeiten. Halt! Da habe ich noch was. Und wir haben ein Problem im Support, der völlig überlastet ist. Also das liegt jetzt nicht an den Support-Mitarbeitern, absolut nicht. Es ist nur einfach, dass die Support-Leute nicht hinterherkommen mit den Anfragen. Und da wird sich auch bald einiges ändern. Was Fantech seit Jahren macht, ist neues Firmengebäude. Die bauen schon lange an einem neuen Firmengebäude. Das hat über 32 Millionen Euro. Ja, das ist schon sehr, sehr zukunftsorientiert gebaut, sagen wir es mal so. Aber nee, ich nenne es mal finanzielle Probleme. Sie haben nämlich Kredite aufgenommen. Also wie gesagt, das muss ich jetzt nur ganz kurz machen. Da käme ich gar nicht aus. Ich weiß, dass Fantech bei den Banken einige Kredite geholt hat, dass sie eben schneller produzieren können, dass sie eben, was ich von mir aus, das Ganze mit Luftfracht herbringen können und so weiter, dass die Leute das ihr Zeug bekommen. Klar, sie haben unfassbar viele Sponsorings. Die GT3-Meisterschaft, da sind sie Titelsponsor. F1 eSports sind sie auch Titelsponsor. Und bestimmt irgendwie bei weiteren Dingen auch im Motorsport. Also sie machen auch kleinere Projekte. Da weiß ich jetzt nicht, ob das teuer ist. Ich habe keinen Schimmer. Also keine Ahnung. Aber vielleicht. Okay, das sollte uns auch gar nicht stören. Das ist ja eher eigentlich so gesehen eine Werbemaßnahme. Und dann haben wir ein Problem. Ah, genau. Dann war eigentlich auch ein Finanzproblem. Genau. Und zwar auch wegen Black Friday. Denn durch die ganzen Lieferschwierigkeiten, durch den zu viel Verkauf und durch die Verzögerung vom CS, vom Clubsport, haben sie fett, fett Verlust gemacht, tatsächlich. Also, manchmal zu viel verkauft. Kein CSDD. Bei letzterem, da, wie gesagt, sind sie nicht schuld. Da hat Sony einfach sich zu viel Zeit gelassen, wo sie die Zusage hatten. Das heißt, sie haben das Clubsport schon mal verkauft. Aber es fehlt dann noch die Freigabe. Wo ihr alle wisst, die Leute, die es sich gekauft haben, die haben ja ein bisschen sehr lange darauf warten dürfen. Das war jetzt keine Abzocke, sondern das war einfach. Sie haben sind fest davon ausgegangen, der Clubsport DD wird im Weihnachtsgeschäft gerade noch kommen. Da sind Ihnen circa, ich habe es irgendwo gelesen, circa 10 Millionen Euro entgangen. Nur dadurch. Weil es ist ja so, wir haben einen Aufsichtsrat von den Aktionären und Investoren und dann haben wir die Geschäftsführung. Und sagen wir es mal so, der Aufsichtsrat, so wie sein Name sagt, der führt Aufsicht, das heißt, der kontrolliert so ein bisschen, dass die Geschäftsführung keinen Mist baut. Und ja, da war es jetzt so, dass man halt gesagt hat, nee, so geht's nicht weiter. Und für mich, wie das aussieht, war das dann die Konsequenz, okay,
Es müsste mal irgendeine Konsequenz geben und die Konsequenz war, dass Thomas Jackermann nicht mehr CEO ist. Ganz einfach. Er bleibt im Unternehmen, wie gesagt, aber er wird jetzt, also aktuell braucht es einen neuen CEO, also einen neuen Chef, neuen Boss. Konsequenzen. Da gab es nämlich auch heute noch eine Meldung, und zwar heute um 11.53 Uhr gab es die Meldung, offizielle Meldung, Neustrukturierung des Vorstands. Das heißt, neuer CEO, und das bedeutet auch, es wird einen neuen CRO geben, einen Chief Restructuring Officer. Der räumt auf. Das ist so eine Aufgabe mit, der restrukturiert das Unternehmen, beziehungsweise der räumt auf. Das heißt, damit das Ganze, der Unternehmen halt weitergeführt werden kann und damit das auch die Investoren zufriedenstellt. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen, weil sowas bedeutet, also Restrukturierungen. Ich schreibe es mal hin. Ich hoffe nicht, dass es einen Stellenabbau gibt, weil das ist, ich kann es nicht mehr hören, wenn es heißt, irgendwo bei irgendeinem Studio werden Stellen abgebaut. Also das ist eher so ein, machen wir das in Klammer, ich glaube es jetzt nicht. So oder so, also eine Restrukturierung, sprich auf finanzieller Seite genauso wie auf Produktseite, dass da alles reibungsloser läuft. Sie werden auch neuen Shop kriegen, neuer Webshop. Das wird kommen. Neues CRM. Das heißt, ein Kundenmanagementsystem, damit man jedem Kunden das auch Supportanfragen besser zuordnen kann. Weil aktuell ist es ein ziemliches Chaos. Das müsste dann besseres Support geben. Ich meine, das ist ja überfällig, das haben sie auch schon länger geplant. Genau. Wählt mich als CEO und es gibt für alle Kuchen. Ich kann nur für Kuchen garantieren, sonst für gar nichts. Genau, ihr demonstriert dann vor dem Firmengebäude, oder? Das stelle ich mir auch geil vor. So drei Hansel demonstrieren mit so Schildern vor dem Firmengebäude. Wir wollen Pixel. Und alle drin so, hey, haben die nicht mehr alles mit denen los? Rufen Polizei, hallo, könnt ihr die mal abholen? Diese Konsequenzen, die sind ja gefordert vom Aufsichtsrat, also der ja die Investoren vertritt. Das heißt, die haben gefordert, wir müssen was ändern. Es kann so nicht weitergehen, weil sie laut Bericht auch sagen, mittelfristig brauchen wir hier eine bessere Planung. Darum geht's. Also ich kann das nicht sagen, weil ich sagte, auf der Finanzseite, Leute, da kenne ich mich gar nicht aus. Das ist jetzt nur, ich gebe nur wieder, was ich so an Informationen hier habe. Was auch wichtig ist, natürlich, ist, das bedeutet jetzt nicht, dass die Firma pleite ist, überhaupt nicht. Das ist jetzt nur einfach, es wird der Laden restrukturiert, es wird einen neuen Chef geben. Das ist aktuell. Und Produkte und so weiter wird weiter verkauft. Das ist ja logisch, weil das ist ja da, das funktioniert ja. Und das ist ja auch das, was die Investoren wollen. Das Zeug soll ja verkauft werden. Die wollen ja nicht, dass sie den Laden dicht machen. Das macht ja keinen Sinn. Im Gegenteil, man will ja, wenn man was investiert hat, sagen, dass der Laden so gut, wie es nur geht, läuft. Und das ist ja jetzt der ganze Hintergrund. Und deshalb kommt man ja hierhin zu dem Ganzen dann. Mit welcher Firma wird die Plus ausgeliefert? Da bin ich mir nicht sicher. Aber ich würde es auf jeden Fall am PC anschließen und die 4.5... Wobei, nee, bleib mal. Nee, wenn ihr die Clubsport DD Plus bekommt, bleibt mal bei der Firmware. Schaut, dass die ganz normal läuft an der PlayStation und bleibt mal bei dir. Weil die 4.5.5 läuft größtenteils, aber die ist halt auch nicht so... Wo ich es auch sage, die ist halt ausgereift. Anders ist es beim DD Pro und beim Podium. Da läuft es einmal frei alles. Da hatte ich auch nie Probleme. Und genau, was mich übrigens echt nervt, falsche Berichterstattung, das nervt mich vielleicht. Das ist gleichermaßen auf YouTube genauso wie auf Social Media und eigentlich auch beim, ja, keine Ahnung, ich nenne es mal Magazine. Weil teilweise wird behauptet, Jackermeier ist gefeuert worden. Das ist einfach Bullshit. Und teilweise wird dann gesagt, oh, nur hier bei mir gibt es die News. Ich habe heute ein Video gesehen, wirklich, wo wirklich der gesagt,
Ja, lasst euch nichts erzählen. Nur bei mir, nur da kriegt ihr die Infos. Ansonsten auf keinem anderen Kanal. Wo ich mir denke, ja, du bist ja der ganz Schlaue. Was jetzt auch eins der Probleme ist oder eins der Dinge, die in Angriff genommen werden, das sehe ich auch aus den Berichten, ist natürlich der Abbau von Krediten. Also aus der Verschuldung raus. Raus aus den Schulden. Dazu, ich weiß schon, wie der CRO wird. Peter Zwegert. Ja, CRO wird auch bei einer Insolvenz berufen, ja. Aber das ist wirklich die letzte Instanz. Fantech ist nicht, oder der Endo AG ist nicht insolvent. Die sind zwar verschuldet, die haben aber entsprechend Einnahmen. Das heißt, die haben schon einen gewissen Cashflow. Oh Gott, Leute, ich und Finanzen, ja. Aber nee, es läuft schon. Es könnte natürlich besser laufen. Ah, ja, richtig. Oh, Leute, da fällt mir noch was ein. Und zwar, das war auch ein Fall, das habe ich auch im Bericht gesehen. Und zwar Container mit Produkten, nicht abhanden gekommen, aber er kam nicht an. Und das war genau in der Black Friday Zeit. Also wirklich ein kompletter Container mit Fanatec Produkten. Und da ist wirklich viel drin. Das ist irgendwo, der ist irgendwo hin und scheinbar dann wieder zurück oder hin und her und auf jeden Fall ein paar hundert Kunden haben deswegen ihre Ware nicht bekommen. Oder erst viel später. Das ist auch wieder ein Logistikproblem. Das ist quasi, ja, Logistik, ja. Und irgendwas war mit USA auch noch, dass da irgendwas mit der Logistik nicht ganz so gut hingehauen hat. Es ist aktuell auch tatsächlich auch schwierig, wenn ihr in den USA lebt und dort bestellt. Auch wegen Zoll, Einfuhrgebühren und so weiter. Das ist auch nicht gerade toll. Da haben es mir ja noch besser. Bessere Logistik. Danke fürs Abo. So. Bessere. Ah ja. Eine Sache, die selbstverschuldet ist, dass die Lenkräder verkaufen wollen, aber der kostenlose QR1 nicht verfügbar ist. Und sie müssen QR2 kaufen. Ja, der QR2. Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Das würde ich sagen. Nein, nicht Technikprobleme. Das ist so. Ja, doch, ich tue es mal zu den Technikproblemen. Das sind immer ein Problem. Neue Technikstandards und damit Übergangszeit. Siehe QR1, QR2. Die wollen den QR1 definitiv raushauen, damit jetzt alles auf QR2 gemacht ist. Das Problem ist, man hat halt jetzt den QR1 noch, der ist halt noch da, der wird halt wegverkauft. Das ist das Nächste. Ja genau, das ist das aktuell das Nächste, dass sie durch diese ganzen Probleme keine neuen Produkte erstmal gelauncht haben, weil sie müssen erstmal die auch vorhandenen Baustellen lösen, bevor sie jetzt sagen, hey, wir launchen schon wieder was Neues. Abgesehen davon, sie werden bald was Neues launchen. Dadurch, ich nenne es mal dadurch Verzögerungen, und zwar, wie lange warten wir schon auf das Bentley Wheel? Definitiv wird es Verzögerungen geben bei den Podiumpedalen. Die sollen ja dieses Jahr kommen, da bin ich mir auch nicht sicher. Ja, richtig, Lenkrad-Updates, überhaupt genau, ja, manche Lenkräder, ja, Lenkrad-Updates, genau, weil, wie lange warten wir, also genau schon, McLaren gar nicht mal so sehr, aber, doch, das vielleicht auch, aber vor allem die Formula Wheels, die sind ja uralt, also ernsthaft, ich meine, die sind super, die Formula Wheels, aber die haben auch schon seit Jahren kein Update bekommen, garantiert, ich wette mit euch, irgendwo in der Schublade, bei denen gibt es schon Entwürfe mit, hier ist das neue Formula Wheel, so könnte es aussehen, das V3, was auch noch fehlt, aktuell, was es gar nicht gibt, ist Podium Wheelbase. Die ist nämlich auch alt und es gibt aktuell gar keine. Dann wurde noch angekündigt, sie werden was komplett Neues machen. Da ist die Frage, Buttonbox, Fragezeichen, Dashboard-Display, Fragezeichen, Getränkehalter, Fragezeichen. Johannes, wenn Sony angeblich Schuld hätte, meinst du, dass Sony eine Klageblüte ist für den Fall? Also theoretisch, also ja doch, theoretisch, wenn das so ist, wie ich es gesagt habe, Johannes, wenn es so ist, dann könnte tatsächlich Fanatec auf Schadensersatz klagen gegen Sony, aber das Problem ist, dann werden die nie wieder ein offizielles Gran Turismo Lenkrad machen. Weil Sony dann sagt, nee Leute, dann gehen wir wieder zu Thrustmaster oder zu Logitech oder zu irgendwem. Das ist die Frage. Man hat eine Geschäftsbeziehung und das ist die Frage, ob man die aufs Spiel setzen will oder nicht. Ich merke gerade, nur die CSL-Reihe ist gut aufgestellt. Nur CSL-Reihe. Gut aufgestellt. Aktuell. Also Einsteigerreihe. Bei den höherwertigen, bei der Clubsport ist das ist lückenhaft und bei dem Podium ist fast nichts verfügbar. Die aktuelle Lage bei Fanatec, die schafft Unsicherheit. Genau. Unsicherheiten beim Käufer. Genau. Ist klar, weil ihr sagt auch, ja, soll ich mir das jetzt kaufen oder nicht? Wie gesagt, die werden jetzt nicht so schnell insolvent werden. Es ist halt gerade eine Krise, die sie haben.
ich denke schon, dass sie da durchkommen, durch die Krise. In welcher Form auch immer. Aber es stimmt, ja, ich wäre da auch verunsichert. Ja, klaro. Und dann ist nur die Frage natürlich, was ist da mit der Konkurrenz, weil die schläft auch nicht. Da schiebt man natürlich in Richtung Mosa Racing, die aktuell zumindest im PC-Bereich richtig eine richtig gute Alternative sind. Im Konsolenbereich noch nicht. Und es wird aber auch noch eine weitere Konkurrenz geben, wahrscheinlich dieses Jahr noch auf der Konsole. Da kann ich auch noch nichts sagen. Ace Attack habe ich auch schon gehört, dass da was vielleicht in Planung ist. Da weiß ich aber auch nicht mehr. Aber definitiv, Leute, gibt's. Es ist so. Konkurrenz. Das ist noch ein valider Punkt. Denn es gibt genug viel Konkurrenz am Markt. Konkurrenz beim Simracing. Im PC-Bereich. Also, wo fangen wir an? Simocube. Simmagic. Ace Attack. Mosa. Camus will ich sogar reintun, weil die klotzen auch gerade ran. Von mir ist auch noch PXN. Das ist nur mal ein paar. Dann wenig Konkurrenz bei Konsole. Frostmaster. Logitech. Ja, PXN ist tatsächlich konsolenkompatibel. Also jetzt kommt der Witz an dem Ganzen. Jeder von diesen Herstellern, also ja gut, Simon weiß nicht, aber Simagic, Ace Attack, Mosa, da weiß ich, Camus garantiert auch, die wollen garantiert auf den Konsolenmarkt. Die drängen auf den Konsolenmarkt. Und zwar einfach deswegen, weil da kann man viel verkaufen. Also so ein, ich sag jetzt mal, so ein Fanatec DD Pro, das wird sich um ein Vielfaches besser verkaufen als irgendein, sagen wir mal, ein Simocube, selbst ein Einsteigerlenkrad oder Wheelbase. Hundertprozentig. Es ist allein schon von den Spielerzahlen so. Gran Turismo 7 hat auch ein Vielfaches der Spielerzahlen von iRacing. Ich habe jetzt die Zahlen gerade nicht mehr da, aber es hat mich teilweise umgehauen, dass iRacing so ungefähr fünfstellige Spielerzahlen hat und ein Gran Turismo mindestens sechsstellig. Das heißt, da sind auch viel mehr Spieler da. Das sehen manche Simracer wahrscheinlich nicht sehr gern, aber es ist leider so. Ja, und entsprechend wollen die natürlich zur Konsole. Jetzt ist aber das Problem, wir haben die Gatekeeper, nämlich die Lizenzierung von Microsoft und Sony. Die sagen, weil die bestimmen nämlich, wer ein Produkt für ihr Gerät macht, für die PlayStation oder die Xbox und wer nicht. Und aktueller Stand ist, Mosa bringt ja was für die Xbox. Das ist immer noch verschoben, aber das ist so, ja, weiß ich nicht. Es gibt mindestens einen weiteren Hersteller, von dem ich es jetzt aber nicht weiß, der will auf jeden Fall auf Konsole, der wäre startfertig, aber der muss nicht die Lizenz kriegen. Mosa will garantiert auch auf die PlayStation, garantiert. Dann wird es interessant, das Ganze. Sollte Sony sagen, ja, okay. Und man darf auch nicht unterschätzen, wir haben ja immer noch Frostmaster und Logitech, von denen ja aktuell gefühlt gar nichts kommt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die jetzt aktuell seit Monaten irgendwas entwickeln und plötzlich mit einer Hardware rauskommen. Auch mit einer Direct Drive Hardware. Wobei Logitech hat ja schon Direct Drive auf der Konsole, Frostmaster nur am PC. Das heißt, das fehlt, ja, da fehlt was. Die sind ja nicht doof, die sehen das ja auch. Offiziell PlayStation Lenkräder, nennen wir es mal. Das war früher zur PS2-Zeiten Logitech. Zur PS3-Zeiten war es dann Thrustmaster. Bis zur PS4 eigentlich auch. PS3, PS4, ja. Und jetzt aktuell ist es eigentlich Fanatec. Also offiziell auch, meine ich im Hinblick auch auf Gran Turismo, weil das ist ja immer das Standard-Lenkrad. Zur PS2 hatten wir das Logitech Driving Force Pro, Driving Force GT. Bei Thrustmaster hatten wir T300. T500 war auch das offizielle Gran Turismo Lenkrad auf der PS3. Das TGT, das TGT2. Und jetzt aktuell haben wir jetzt von Fanatec das DD Pro und jetzt dann eben das Clubsport DD Plus als offizielles Lenkrad. Und ich denke, der große Geldbringer bei Fanatec ist wahrscheinlich sogar das DD Pro. Würde ich sagen, weil das ist gerade so, ich sage es mal, fortgeschrittenes Einsteigerniveau.
Das Direct Drive ist das offizielle Lenkrad. Es läuft gut, es ist kompakt, es ist Preis-Leistung ist super. Das würde ich auch, wie gesagt, auch jedem empfehlen, grundsätzlich. Problem ist, die Lizenzierung ist arschteuer. Keiner spricht darüber, aber Sony will da auf jeden Fall Anteile haben. Und zwar garantiert bei jedem verkauften Gerät. Das ist teuer. Ich meine, natürlich, das ist quasi, das verkauft sich wie irre, aber man muss halt trotzdem durchkalkulieren. Rechnet sich das nicht, dass wir das mit Verlust verkaufen, den ganzen Sums, weil eben hier die Lizenzkosten was noch draufschlagen. Ist ja bei Games ja auch so. Deshalb sind ja Konsolengames teurer als PC. Also von daher ist der Deal mit Sony, so viel ich jetzt da gemeckert habe mit Verzögerung, der Deal mit Sony ist das Beste, was ihnen passieren hat können. Also beziehungsweise nicht passieren hat können. Sie haben es ja erarbeitet. Also das ist ja so, die Zusammenarbeit ist ja in den Jahren immer weiter vertieft worden. Und das ist ja eigentlich für beide gut. Wir werden sehen, wie es jetzt, sagen wir mal, in einem halben Jahr aussieht oder sagen wir mal, vielleicht in einem Jahr oder zum Weihnachtsgeschäft, weil da wird sich dann das Ganze schon ein bisschen geändert haben. Das wird es nicht von heute auf morgen sich ändern. Es würde jetzt auch hier ganz normal der Verkauf weitergehen. Ganz normal. Also, da wird sich jetzt auch nichts ändern. Für den Kunden ändert sich hier gar nichts. Das wird jetzt auch deswegen so auch aufgebauscht oder aufgeblasen, weil eben die Endo AG, also die Firma hinter Fanatec, börsennotiert ist. Das heißt, die müssen jeden Furz öffentlich ankündigen als Mitteilung für die Investoren. Was ich nur raten kann, Leute. Ja, der Laden muss aufgeräumt werden, aber es ist kein Grund zur Panikmache.